Als Boden bezeichnet man den obersten, im Regelfall belebten Teil der Erdoberfläche, der nach unten bis zum darunter liegenden Gestein reicht. Als zentrale Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und den Menschen spielen die Böden unserer Welt eine wichtige Rolle. Der Prozess der Entstehung von Böden wird Bodenbildung oder auch Pädogenese genannt. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Bodenbildung durch 5 Faktoren beeinflusst wird. Diese Faktoren sind das Klima, das vor allem durch Temperatur und Niederschlag chemische, biologische und physikalische Prozesse im Boden beeinflusst. Die Lebewesen, die auf und vor allem im Boden leben und durch ihre Aktivität den Boden verändern. Das Relief, also die Form des Geländes, die vor allem dafür entscheidend ist, ob sich Bodenmaterial an einer Stelle anhäufen kann oder nicht. Das Ausgangsmaterial, aus dem sich der Boden entwickelt. Und die Zeit, denn Böden brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und zu verändern. Seit einiger Zeit wird zusätzlich zu diesen 5 Faktoren außerdem auch der Mensch gezählt. Durch die Umgestaltung riesiger Landflächen, den Bau von Städten und die Umweltverschmutzung beeinflusst die Menschheit nämlich zunehmend auch die Bodenbildung. Den bodenbildenden Faktoren unterliegen nun die eigentlichen Bodenbildungsprozesse. Diese unterscheiden sich in Transformation und Translokation. Transformation bezeichnet die Prozesse, die die Beschaffenheit des Bodens verändern. Darunter fallen vor allem die Verwitterung, der Auf- und Abbau von organischen Materialien, auch Humifizierung und Mineralisierung genannt, und die Veränderung der Bodenstruktur. Als Translokation werden Prozesse bezeichnet, die die Position der im Boden enthaltenen Stoffe verändern. Hierbei geht es vor allem um die Verlagerung von Stoffen in tiefere Bodenschichten und die Auswaschung von Stoffen in das Grundwasser, sodass sie gar nicht mehr im Boden vorhanden sind. All diese Prozesse tragen zur Bildung unterschiedlicher Bodentypen bei. Weil die Bodenbildung so ein umfangreiches und wichtiges Thema ist, gibt es in der Wissenschaft dazu ein eigenes Forschungsfeld, die Bodenkunde.